Nachdem bereits zwei Videos zu den meiner Meinung nach besten Aktien aus dem Sektor der Industriegüter und dem Sektor der zyklischen Konsumgüter so gut bei euch angekommen sind, will ich in diesem Video die Top-Aktien aus einem anderen bestimmten Sektor nach dem GICS, also dem Global Industry Classification Standard, näher bringen. In diesem Fall schauen wir uns den Sektor Consumer Staples oder auf Deutsch Basiskonsumgüter mal genauer an. Der Sektor Basiskonsumgüter umfasst Unternehmen, die Produkte herstellen oder verkaufen, die als essentiell für den täglichen Bedarf gelten. Diese Produkte sind oft unempfindlich gegenüber Konjunkturschwankungen, da die Nachfrage relativ konstant bleibt. Zu den typischen Produkten gehören Lebensmittel, Getränke, Haushalts- und Körperpflegeprodukte. Was viele Anleger schätzen, sind stabile Dividendenzahlungen, die im Sektor der Basiskonsumgüter üblich sind. Zwei wichtige Kriterien, die für mich ausschlaggebend waren, sind die operative Marge und die Nettomarge. Erstere sollte um die 15% oder mehr betragen und letztere sollte bei mindestens 10% liegen. Für mich sind die Margen dahingehend wichtig, da sie dem Unternehmen vor allem in schwierigen Zeiten Sicherheit bieten. Ich habe für dieses Video lange recherchiert und dir nun fünf Aktien mitgebracht, die meiner Meinung nach die besten Aktien aus ihrem Sektor sind. Und jetzt schauen wir rein in die Aktien und viel Spaß mit dem Video. Das erste Unternehmen auf der Liste ist Procter & Gamble. Procter & Gamble oder auch P&G ist ein führendes multinationales Unternehmen in der Herstellung von Konsumgütern, bekannt für Marken wie Tide, Gillette und Pampers. Das Unternehmen legt seinen Fokus auf Markenvielfalt und Innovation. P&G strebt ebenso nach Effizienz in der Produktion und im Marketing, um seine globale Präsenz zu stärken. Eine Besonderheit, die P&G auszeichnet, ist die Fähigkeit, durch effektive Werbekampagnen starke Markenloyalität aufzubauen. Procter & Gamble hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 388,15 Milliarden US-Dollar. Und da das Geschäftsjahr des Unternehmens bereits im Juni endet, schauen wir uns in diesem Fall viel besser die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2024 an. Für das Jahr 2024 wird ein Umsatz von 84,38 Milliarden US-Dollar erwartet, was einem Wachstum von 2,9% entsprechen würde. In der Bottomline hingegen geht man von einem höheren Wachstum von 11% aus, was Earnings per Share von 6,55 US-Dollar bedeuten würde. Bei der Profitabilität ist P&G mit einer operativen Marge von 25,43% bombenstark und auch die Nettomarge mit 17,99% kann sich wirklich sehen lassen. Für die letzten 5 Jahre sieht der Aktienkurs wie folgt aus. Hier geht der Aktienkurs wirklich wie an der Schnur gezogen stetig nach oben. Für mich ist Procter & Gamble eine richtig gute Sparplanaktie. Über den Zeitraum von 5 Jahren konnte man 55% an Kursplus verzeichnen. Zu den Stärken des Unternehmens zählen starke Marken, globale Reichweite und fortlaufende Produktinnovation. Chancen liegen meiner Meinung nach in der Expansion in Schwellenmärkte und der Anpassung an Online-Verkaufstrends. Die Schwächen und Risiken hingegen liegen bei der Abhängigkeit von traditionellen Vertriebskanälen und Wettbewerbsdruck durch Generika bzw. Hausmarken der Retailer. Die Dividende bzw. die Dividendenrendite von Procter & Gamble beträgt aktuell gute 2,45%. Mit P&G haben wir einen bombastischen Dividendenzahler, der seit sage und schreibe 67 Jahren eine Dividende ausschüttet und diese ebenfalls seit 67 Jahren auch erhöht hat. Mit Procter & Gamble hat man dementsprechend ein Unternehmen, das der elitären Gruppe der Dividendenkönige angehört. Als Dividendenkönige bezeichnet man die Unternehmen, die ihre Dividende in mindestens 50 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht haben. Falls dich solche Unternehmen interessieren, verlinke ich dir ein Video in der Infocard, welches du dir definitiv im Anschluss mal anschauen solltest. Die Dividende ist auch im Hinblick auf die Ausschüttungsquote besonders sicher. Diese lag nämlich zuletzt bei 48,73% vom Free Cashflow. Das Dividendenwachstum innerhalb der letzten 5 Jahre betrug durchschnittlich 5,73% und innerhalb der letzten 10 Jahre 4,57%. Kommen wir damit nun zum Zweitkandidaten auf der Liste: Coca-Cola. Zu Coca-Cola muss ich wahrscheinlich nicht viel sagen, da die meisten unter euch die Marke und die Getränke kennen. Kein Wunder, denn Coca-Cola ist eines der bekanntesten Getränkeunternehmen weltweit, das eine breite Palette von alkoholfreien Getränken produziert. Coca-Cola zählt zu den stärksten globalen Marken und genießt eine hohe Kundentreue. Durch das Franchise-Geschäftsmodell hat es Coca-Cola erreicht, eine starke globale Präsenz mit lokalem Bezug auf den Märkten rund um die Welt zu entwickeln. Heute hat das Unternehmen rund 200 Abfüllpartner in mehr als 200 Ländern und Gebieten und vertreibt seine Marken über mehr als 20 Vertriebskanäle weltweit. Die Strategie des Unternehmens liegt zum einen in der Expansion durch Diversifizierung des Produktangebots. Hier siehst du beispielsweise, welche Marken alle zum Coca-Cola-Konzern gehören. Zum anderen fokussiert sich das Unternehmen aber auch auf eine starke Präsenz in schnell wachsenden internationalen Märkten.
Dies wird dadurch begründet, dass nur ein kleiner Prozentsatz der Menschen heute die Getränke des Unternehmens konsumiert. Das soll diese Grafik hier auch verdeutlichen, wobei die roten Männchen die Konsumenten des Unternehmens darstellen. Auf der linken Seite sehen wir einmal die entwickelten Länder, bei denen starkes Wachstum eher schwierig wird. Auf der rechten Seite sind die Emerging Markets, in denen The Coca-Cola Company erhebliches Wachstumspotenzial sieht. Hier sehen wir auch einmal den Aktienkurs von Coca-Cola für die letzten 5 Jahre. Die Aktie ist solide gelaufen und konnte in den 5 Jahren um fast 28% ansteigen, wobei wir aktuell auf dem gleichen Niveau wie vor 2 Jahren sind. Der Aktienkurs liegt dementsprechend bei rund 62 US-Dollar pro Anteilsschein. Coca-Cola hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 267,83 Milliarden US-Dollar. Man konnte für das Gesamtjahr 2023 einen Umsatz von 45,75 Milliarden US-Dollar sowie Earnings per Shares in Höhe von 2,47 US-Dollar verzeichnen. Insgesamt ist man in der Topline mit 6,39% stark und in der Bottomline mit 12,79% noch stärker gewachsen. Dementsprechend sind auch die Margen von Coca-Cola sehr stark. Hier kann man eine operative Marge von 29,40% und eine Nettomarge von 23,41% vorweisen. Meiner Meinung nach sind vor allem Coca-Colas starke globale Distribution und Markenbekanntheit die Stärken des Unternehmens. Chancen liegen vor allem in gesundheitsorientierten Getränkeoptionen und den neuen Märkten, so wie es die Strategie des Unternehmens auch vorgibt. Schwächen und Risiken hingegen sehe ich in Gesundheitstrends gegenüber zuckerhaltigen Getränken und regulatorische Herausforderungen. Insgesamt mache ich mir aber um die Zukunft von Coca-Cola wenig Sorgen, da das Unternehmen weiterhin sein Angebot an gesünderen Alternativen und nachhaltigeren Verpackungen anpasst, um den veränderten Konsumentenpräferenzen gerecht zu werden. Auch wenn ich sagen muss, dass mich die Flaschendeckel, die man nicht von der Flasche lösen kann, echt aufregen. Aktuell hat Coca-Cola eine Dividendenrendite von 3,12%. Die Dividende wurde innerhalb der letzten 61 Jahre gesteigert und innerhalb der letzten 61 Jahre nicht gesenkt. Somit zählt auch Coca-Cola zu den Dividendenkönigen. Die Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow beträgt aktuell 74,82%, was meiner Meinung nach an der oberen Grenze von 75% angelangt ist. Beim Dividendenwachstum innerhalb der letzten 5 Jahre steht das Unternehmen mit einem durchschnittlichen Wachstum von 3,5% gut da, wie ich finde. Innerhalb der letzten 10 Jahre waren es solide 5%. Bevor es mit der nächsten spannenden Aktie weitergeht, folgt noch was Kurzes in eigener Sache. Wenn dir meine Videos und meine Arbeit gefallen, dann lass doch gerne ein Like dafür da. Und wenn du neu auf dem Kanal sein solltest, dann lass doch auch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos zu den Themen Finanzen, Aktien und Dividenden zu verpassen. Ich danke dir vorab dafür. Als drittes Unternehmen auf der Liste haben wir L'Oréal. L'Oréal ist ein weltweit führender Kosmetik- und Schönheitsproduktehersteller, der seinen Fokus auf Forschung und Entwicklung setzt, um innovative Produkte anzubieten. Die Nutzung von digitalen Vertriebskanälen zur Steigerung der Reichweite sind hierbei zentral. Die Gruppe stützt sich auf mehr als ein Jahrhundert Erfahrung in der Kosmetikbranche, unterstützt von talentierten Spezialisten und einem tiefgreifenden Verständnis der Verbraucher sowie einem unübertroffenen Einblick in Schönheitskulturen, Bedürfnisse, Wünsche und Erwartungen. Der Aktienkurs von L'Oréal kann sich, wie ich finde, wirklich sehen lassen. Wir sind hier mittlerweile bei knapp 440 Euro pro Aktie und hätten innerhalb der letzten 5 Jahre einen Buchgewinn von mehr als 87% gehabt. Die Marktkapitalisierung von L'Oréal liegt aktuell bei rund 235,78 Milliarden Euro. Der Umsatz für das Jahr 2023 fiel mit einem Wachstum von 7,64% auf 41,18 Milliarden Euro gut aus. Die Earnings per Share hingegen lagen bei 11,52 Euro, was ebenfalls einem guten Wachstum in Höhe von 8,58% entsprach. Kommen wir aber nun noch zu den entscheidenden Margen. Die operative Marge von L'Oréal liegt bei soliden 19,77% und die Nettomarge bei ebenfalls soliden 15,02%. Die großen Stärken von L'Oréal sind zum einen die starke Forschungskapazitäten und erfolgreiche Marketingstrategien. Zum anderen aber auch die Möglichkeiten, durch Übernahmen kleinerer, innovativer Kosmetikmarken zu profitieren. Natürlich macht dementsprechend auch die hohe Konkurrenz in der Schönheitsindustrie und Abhängigkeit vom Verbraucherverhalten in Luxussegmenten das Geschäft von L'Oréal besonders lebhaft. Insgesamt investiert L'Oréal stark in KI und nachhaltige Entwicklung, um seinen technologischen Vorsprung und sein umweltfreundliches Image zu stärken. Denn insbesondere im Luxussektor nimmt die Beliebtheit von nachfüllbaren Schönheitsprodukten, die nachhaltiger sind, weiter zu. Insofern hat man die Ausweitung von Nachfüllpackungen und nachfüllbaren Produkten deutlich beschleunigt. Die Dividendenrendite des Unternehmens beträgt aktuell 1,49%
und wird seit 4 Jahren gesteigert. Ausgezahlt wird eine Dividende aber schon etwas länger, und zwar seit 36 Jahren. Während des Corona-Jahres 2020 hatte man sich einfach dazu entschieden, die Dividende konstant zu halten. Die Ausschüttungsquote liegt aktuell bei 46,98% vom Free Cashflow. Und der Blick auf das Dividendenwachstum fällt, wie ich finde, durchaus attraktiv aus. Hier kann das Unternehmen ein durchschnittliches Wachstum von 10,66% innerhalb der letzten 5 Jahre und einen Wert von 9,08% innerhalb der letzten 10 Jahre vorweisen. Kommen wir nun noch zum vierten Unternehmen auf der Liste, PepsiCo. PepsiCo ist ein globaler Lebensmittel- und Getränkekonzern, bekannt für seine Produkte und Marken wie Pepsi, Lay's oder auch Quaker. Neben Getränken ist das Unternehmen auch im Snacksegment besonders engagiert. Das Produktportfolio von PepsiCo umfasst nämlich eine breite Palette an genussvollen Lebensmitteln und Getränken, darunter viele ikonische Marken, die jeweils einen geschätzten Jahresumsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar im Einzelhandel erzielen. Ebenso sind auch Investitionen in gesündere und umweltfreundliche Produkte zu erwähnen. PepsiCo hat aktuell eine Marktkapitalisierung von knapp 242,17 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2023 konnte man einen Umsatz von 91,47 Milliarden US-Dollar verzeichnen, was einem Wachstum von 5,9% entsprach. In der Bottomline hingegen wurde ein geringeres Wachstum von 2,2% erzielt, was Earnings per Share von 6,56 US-Dollar bedeutet. Der Blick auf die Profitabilität fällt solide aus. Bei der EBIT-Marge bewegt man sich auf einem Niveau von 14,74% und die Nettomarge beträgt 10%. Unter allen 5 Unternehmen sind das die niedrigsten Margen, was sie aber auf keinen Fall schlechter macht. Für die letzten 5 Jahre sieht der Aktienkurs wie folgt aus. Die Aktie hat in der Zeit solide performt. Mit einem Plus von knapp 38% kann man hier, wie ich finde, recht zufrieden sein. Auch wenn wir preislich gesehen auf dem gleichen Niveau wie vor 2 Jahren sind. Gerade deswegen ist die Aktie immer noch auf einem spannenden Niveau, bei dem ich persönlich auch schon anfangen würde, vereinzelt nachzukaufen oder am besten per Sparplan die Aktie besparen. Die Stärken des Unternehmens sind vor allem die hohe Diversifikation über verschiedene Produktkategorien und innovative Ansätze in der Produktentwicklung. Chancen sehe ich hier genauso wie bei Coca-Cola bei der Expansion in neue Märkte und Segmente. Und auch bei PepsiCo liegen die Schwächen in der Herausforderung durch Gesundheitstrends. Was ich besonders positiv sehe, ist, dass sich PepsiCo durch Innovation in den Bereichen Gesundheit und Nachhaltigkeit an veränderte Verbrauchertrends anpasst. Zum Beispiel versucht man durch eine Partnerschaft von PepsiCo und Pullpacks die erste zu 100% recycelbare Papierflasche der Welt zu entwickeln. Ebenso interessant ist aber auch die Elektrifizierung seines Fuhrparks durch die Semi-Trucks von Tesla. Die Dividendenrendite von PepsiCo beträgt aktuell 3,08% und wurde innerhalb der letzten 51 Jahre gesteigert und auch innerhalb der letzten 51 Jahre kontinuierlich ausgezahlt. Und auch mit PepsiCo hat man dementsprechend ein Unternehmen, das zu den Dividendenkönigen zählt. Passend dazu ist auch die Ausschüttungsquote sehr gesund. Hier hat man aktuell eine Ausschüttungsquote von 54,18% auf den Free Cashflow. Das Dividendenwachstum innerhalb der letzten 5 Jahre betrug durchschnittlich 6,40% und innerhalb der letzten 10 Jahre waren es sogar 8,35%. Last but not least kommt nun die 5. Aktie, die ebenfalls ein sehr starker Player in diesem Sektor ist. Es handelt sich um Monster Beverage. Monster Beverage ist bekannt für seine Energy Drinks, insbesondere die Marke Monster Energy. Der Fokus liegt hierbei auf aggressive Marketingkampagnen und Sponsoring in der Sport- und Musikindustrie. Das Ganze ist ähnlich zu dem, wie es auch Red Bull macht. Die Besonderheit von Monster Beverage ist die starke Markenidentität im Bereich der Energy Drinks. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Monster Beverage beträgt 57,29 Milliarden US-Dollar. Und im Jahr 2023 hatte das Unternehmen einen Umsatz von 7,14 Milliarden US-Dollar sowie Earnings per Shares in Höhe von 1,54 US-Dollar verzeichnen können. Und auch hier sind die relevanten Margen sehr stark. Operativ kommt man auf eine Marge von 28,19% und die Nettomarge liegt bei ebenso starken 22,83%. Den Aktienkurs von Monster Beverage für die letzten 5 Jahre sehen wir hier einmal eingeblendet. Hier konnte das Unternehmen mit einem Plus von 74% richtig gut abliefern, wobei wir preislich gesehen auch wieder auf dem gleichen Level wie vor einem Jahr sind. Monster Beverage profitiert meiner Meinung nach von der Beliebtheit bei jüngeren Zielgruppen und der starken internationalen Expansion. Chancen bieten neben neuen Produktlinien wie alkoholische Getränke auch natürliche Energieoptionen. Die Risiken des Unternehmens liegen mit Gesundheitsbedenken bezüglich der Inhaltsstoffe und regulatorische Risiken auch ganz klar auf der Hand. Daher entwickelt Monster Beverage
neue Produkte, um auf Gesundheitstrends und regulatorische Änderungen zu reagieren. Ebenso expandiert man weiter in neue Märkte. Aktuell zahlt Monster Beverage keine Dividende aus. Das Unternehmen ist dennoch eine krasse Wachstumsstory, die innerhalb der letzten 10 Jahre einen Kursplus von knapp 400% verzeichnen konnte. Über den gesamten Zeitraum seit 1995 wären es sage und schreibe 443.591% an Kursplus gewesen. Das hätte natürlich die fehlende Dividende locker kompensiert. Und hier siehst du noch einmal meine Top 5 Aktien aus dem Sektor Basiskonsumgüter. Schreib mir gerne in die Kommentare, welche Aktie dein Favorit wäre und ob ich ein Unternehmen vielleicht vergessen habe. Danke dir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.